In diesem Video schauen wir uns den DNS-Leak an und wie wir ihn mit der VPN-Software von Perfect Privacy unterbinden können. Ich bin jetzt hier auf der Website von Perfect Privacy und dort wird direkt so ein Leak-Test für DNS-Requests angeboten. Und ich sehe hier schon einmal den Perfect Privacy DNS und als zweites ISP-Superkabel, also Superkabel ist Kabel Deutschland, steht hier auch. Es werden also beide DNS-Server angezeigt, sowohl den von meinem VPN, mit dem bin ich jetzt hier verbunden, tatsächlich mit Prag, und halt zusätzlich noch der von meinem Internetanbieter. Das ist auch eine Sache, mit der ich kann nicht direkt identifiziert werden, aber immerhin weiß man, dass ich ein Kabel Deutschland User bin. Möchte ich das jetzt unterbinden, gehe ich in die Software von Perfect Privacy, gehe auf Einstellungen, gehe hier oben auf Firewall und DNS. Als erstes schalte ich mal den Firewall ein. Der ist zwar nicht für die DNS-Leaks gedacht, aber der kann zum Beispiel IPv6-Leaks unterbinden. Deshalb sollte der auch immer eingeschaltet sein. Da unten gibt es extra den Reiter DNS-Leak-Schutz. Auch bei Tunnelstart aktivieren klicke ich auch mal an und klicke hier DNS manuell einstellen. Jetzt klicke ich auf Schließen und jetzt ist der Schutz aktiv. Ich lade die Seite hier nochmal neu. Und wir sehen, dass nur noch der Perfect Privacy DNS angezeigt wird und nicht mehr der von Kabel Deutschland.